Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Transocean 2. Wir sammeln noch fleißig Punkte in Europa Nord, Südamerika Ost. Da geht es jetzt so langsam los. Die ersten Schiffe kommen da jetzt alle an. Und in Australien sind auch einige unterwegs. Die kommen auch in Kürze an. Dann können wir da anfangen, die fehlenden Zweigstellen aufzukaufen. Und ja, die Maria Theresa ist in Europa Nord unterwegs. Da fehlen uns noch 35 Punkte für die nächste Zweigstelle. Auch da könnten wir in Kürze noch mehr Schiffe kaufen. Ja, ich habe es geahnt, von Stockholm aus gibt es keine Aufträge nach Helsinki oder St. Petersburg, Bergen. Das gibt es hier einfach nicht. Dann fahren wir jetzt hier weiter nach Helsinki. Und unser Konto ist freigegeben. Dann können wir jetzt schnell mal das Schiff reparieren. So, wir machen mal machen wir mal 75%. Und das nächste Schiff angekommen in Südamerika. Da fehlen uns noch 5 Punkte. Klasse 2 Containerschiff. So, das tanken wir erstmal auf. Was hätten wir hier? Speziallizenz und Kühlsystem. Und wir könnten hier sogar upgraden. Dann machen wir das doch mal gleich. Damit wir die auch drin haben. Einmal Spezial, einmal Kühl. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann Black Mary. Jetzt schon 53 Punkte Europa Nord. Jetzt tanken wir erstmal alle auf. Nicht, dass wir das vergessen. So, von Helsinki. Oh, wir bräuchten auch mal ein Schiff hier mit Lüftungssystem. So, in dem Stockholm. Ein Tagestour, 5 Punkte. Und wir können in Hamburg jetzt mal schnell ein paar Schiffe kaufen. Mal gucken. So, Helsinki ist 2, Stockholm ist 2. Also wenn wir Klasse 3 kaufen, können wir nur zwischen St. Petersburg und Bergen hin und her pendeln. Das ist natürlich eine lange Strecke. Wir können ja mal beides machen. Wir kaufen Klasse 2 Bulkschiff. So, 50.000 Kubik. Das ist eigentlich ganz okay. Und dann kaufen wir uns noch ein Klasse 3 Bulkschiff. Nehmen wir das hier. Hat 95%. Dann kaufen wir uns Containerschiff. Klasse 2. Nehmen wir das hier. Und Klasse 3 Container. Oh, der hat mehr Ladegewicht. Dann nehmen wir den jetzt mal. Und schon haben wir 4 neue Schiffe. Hier brauchen wir Upgrades, die haben wir hier nicht. Dann müssen wir mit dem Schiff jetzt erstmal fahren wir nach St. Petersburg. Dann müssen wir wieder in den Hafen rein. Dann haben wir nämlich das nächste Schiff. Da können wir nach Bergen mit dem Klasse 3 Bulkschiff. Jawohl. Dann fahren wir da nach Bergen. Dann haben wir noch ein Klasse 2 Bulkschiff. Da können wir nach Stockholm. 6 Punkte. Und Klasse 3 Container. Da gibt es leider nichts. Da fahren wir nach Bergen.
Vielleicht kriegen wir dann einen schönen Auftrag nach St. Petersburg, wo wir dann hinwollen. Die Clara angekommen in Bergen. So, mal volltanken. Haufenweise Aufträge nach Hamburg, Rotterdam und so weiter. Aber jetzt haben wir hier, jawohl, die Frachtdämpfung. Ah, dann können wir nur einen Auftrag annehmen. Weil wir hier hohes Gewicht haben. Ja, das ist ärgerlich. Wir brauchen also Schiffe mit hohen Ladegewichten. Und die Titania angekommen in Australien. Da haben wir noch 0 Punkte. Da waren wir noch nie. Das eine Schiff, was angekommen war, das war so kaputt. Mussten wir erstmal reparieren. Aber das Schiff ist auch in einem sehr guten Zustand. Da können wir jetzt nach Melbourne und die ersten Punkte sammeln. 9 Stück in 3 Tagen. Dann sind wir in Stanley angekommen. 2 Punkte noch in Südamerika Ost. So, einmal tanken. Dann können wir jetzt nach Buenos Aires. 10 Punkte in 2 Tagen. Das nächste Schiff angekommen in Santos. Von Afrika rüber. So, tanken wir erstmal voll und dann können wir auch hier nach Buenos Aires. So, nehmen wir hier noch ein paar Aufträge mit. 9 Punkte. Dann die Moonlight. In Sydney! Da sind wir das allererste Mal. Ja, boah, Alter, sieht das geil aus hier. Mit einem Flughafen, wo hier die Flugzeuge starten. Und hier das Wahrzeichen von Sydney. Hier noch eine große Baustelle. Ja, wunderbar. Das sieht doch wirklich richtig schön aus hier. Und von Sydney Richtung Melbourne. Ah, was ist denn hier los? Richtung Fremantle. Alles voll. Wir haben nur 7000 Toy zur Verfügung. Klasse 3. Jawohl, da müssen wir noch mehr Schiffe kaufen hier. Mit Klasse 3 Container. Wir können nur einen Auftrag annehmen, weil das Ladegewicht hier schon wieder, das gibt's doch nicht. Wir brauchen Klasse 3 Container. Am besten irgendwas mit 8000 Toy und ein hohes Ladegewicht. Also egal welchen Auftrag man annimmt hier in Melbourne, man kann nur einen einzigen annehmen. Wir kriegen überall 5 Punkte. Für weniger als einen Tag. So, das heißt, wir gehen mal nach Hongkong. In die Werft. Container, Klasse 3. Was haben wir denn hier Schönes? 7000 Toy. Und 210.000 Ladegewicht. Dann würde ich mal sagen, kaufen wir uns gleich 2. Schön hohes Ladegewicht. Die nachfolgenden, die jetzt hinterherkommen. Ah, noch eins hinterhergekommen mit 7000 Toy, 200.000 Ladegewicht. Jetzt haben wir 3. Noch eins hinterhergekommen. Jetzt haben wir 4. So, jetzt haben wir nur noch 6000 Toy und 100.000 Gewicht. Das ist jetzt nicht mehr ganz so toll. Was haben wir an Bulkschiffen?
So, 140.000, 120.000. Kaufen wir uns da auch nochmal eins. Und 120 zu 142.000. Kampfschiffe kaufen wie am Fließband hier. Oh Mann. Jetzt müssen wir die alle wieder jetzt nach Sydney schicken, wo die fetten Aufträge sind. Muss man jetzt jedes einzeln sagen. Jetzt fahren wir dahin. Ich glaube nicht, dass hier Sydney irgendwas dabei ist. Fremantle gibt es. Aber ohne Punkte. Wir fahren nach Sydney. Ablegen. Dann müssen wir wieder in den Hafen rein. Dann wieder hier in die Auftragsliste. Schiff auswählen. Ziel auswählen. Sydney anwählen. Ablegen. Schließen. Wieder in den Hafen rein. Das ist ja ein bisschen umständlich. Ziel auswählen. Sydney. Ablegen. So, Hongkong. Auftragsliste. Ziel wählen. Sydney. Ablegen. Da ist immer noch ein Schiff da. So, Ziel auswählen. Sydney. Und noch ein Schiff im Hafen. Das war's. Jetzt kommt das nächste. Die Maya Theresa in Helsinki. Ja, wir brauchen hier die Frachtdämpfung bei dem Schiff. Dann fahren wir jetzt mal nach St. Petersburg. Da können wir upgraden. Und dann haben wir die Black Mary in Stockholm. Da können wir nach Helsinki. Wunderbar. 5 Punkte für einen Tag. Das ist ein guter Schnitt. Und die Adonis bringt uns genügend Punkte ein, um die erste Zweigstelle in Südamerika Ost zu kaufen. Das Schiff ist aber auch schon wieder bald kaputt. Wir fahren jetzt nochmal nach Santos. So, wir haben 5000 Toy. Dann müssten wir sogar alle mitbekommen. Jawohl. 13 Punkte nochmal. Und ja, Pause, Zweigstelle. Aber die Raffinerie können wir nicht kaufen. Also kaufen wir uns die Schlepperreederei. Die Schlepperreederei in Stanley wurde gekauft. Ja, und damit haben wir die erste Zweigstelle in Südamerika. Da geht es jetzt also richtig los. Und Australien fängt jetzt so langsam an. Und Europa Nord läuft ja eh schon. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Ja, mal sehen, wie lange wir noch brauchen. Und ja, würde mich freuen, wenn du weiter dran bleibst und einen Daumen nach oben gibst, natürlich. Würde ich mich auch drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.